Ja, man fragt sich natürlich auch, was macht denn der Hirschhausen selber? Und da möchte ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin keiner besser. Man muss aber auch nicht perfekt sein, um den Mund aufzumachen. Das ist Lektion Nummer eins. Unser privater Konsum macht vielleicht ein Fünftel aus, vier Fünftel macht Politik aus. Aber natürlich kann man auch an seinem eigenen Verhalten was ändern. Und der Bereich, mit dem ich mich am schwersten tue, ist, ich habe zu viel Zeug. Hand hoch, wer von Ihnen hat auch mehr Zeug, als er braucht? Okay, dann bin ich nicht alleine, aber ich bin echt schlimm. Wenn Leute zum ersten Mal in mein Arbeitszimmer kommen, dann sind die oft erstaunt. Die sagen so Dinge wie, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann sage ich, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich finde, das lässt einem so einen Rest von Würde, wenn Sie wissen, was ich meine. Wie viel Zeug man hat, das weißt du erst, wenn du einmal umgezogen bist. Bei meinem letzten Umzug, Kisten um Kisten um Kisten. Ich habe Kisten entdeckt, die waren von dem Umzug von vor dem davor. Ungeöffnet, unbeschriftet, ich weiß nicht, was drin ist, aber es muss sich um sehr, sehr wertvolle Dinge handeln, sonst hätte ich die ja nicht so lange aufbewahrt. Das ist ja die Logik. Dann hatte ich mal Einbrecher im Haus. Das ist nicht schön, wünsche ich keinem. Was ich denen wirklich übel genommen habe, die haben nicht einen Blick in die Kisten im Keller geworfen, mit den ganz wertvollen Sachen drin. Die haben nur so offensichtliches Kram geklaut. Dann kommt die Polizei, dann kommt der Versicherungstyp und tun immer so verständnisvoll. Ja, Herr von Hirschhausen, was fehlt denn? Sagte ich, woher soll ich das wissen? Schauen Sie sich doch mal um. Dann tat er weiter so verständlich. Ja, sieht ja auch schwer verwüstet hier aus. Ich habe nichts gesagt. In dem Raum war gar kein Einbrecher. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja auch irgendwie ein Armutszeugnis, so viel Zeug zu haben. Weil es heißt ja eigentlich, dass du glaubst, ohne das Zeug wärst du selber weniger wert. Eigentlich ist Konsum ein Zeichen für mangelndes Selbstwertgefühl. Und wir kaufen uns Sachen, die wir nicht brauchen, und Geld, was wir uns leihen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist doch eigentlich ein ziemlich dummes Spiel. Und dann dachte ich, Mensch, wie kriege ich diesen Knoten im Kopf gelöst? Und dachte, ich fliege nach Indien und meditiere ein halbes Jahr über Bedürfnislosigkeit. Aber dafür dann auch wieder 12 Tonnen CO2 in einem Land, wo der Durchschnittsbürger nur 2 Tonnen verbraucht. Das dachte ich, passt auch nicht so richtig. In Indien einen Meister, einen Guru zu finden, ist sehr einfach. Die laufen immer so in orangen Klamotten rum. Und dann dachte ich, ich finde auch einen Meister in Deutschland. Das ist mir auch gelungen. Ein Erleuchteter, wirklich ein spiritueller Lehrer. Er trägt auch permanent orange. Er arbeitet bei der Müllabfuhr. Bei der Entsorgung, da merkt man schon, das ist ein spirituell hochentwickelter Mensch, der nimmt einem die Sorgen, bei der Entsorgung. Und in seiner Gegenwart, da fühlt man sich akzeptiert, da fühlt man sich geliebt, so wie man ist. Ich kam dahin mit ganz viel Zeug und er schaute mich an, schaute sich das Auto an und ich dachte, er wird mich ganz, ganz viele Sachen fragen und mich löchern und mir schlechtes Gewissen machen. Nein, er war ganz anders. Er hat mir nur eine Frage gestellt, aber die ging ganz tief. Brennbar oder nicht brennbar? Und da dachte ich, wenn man Komplexität so reduzieren kann auf das Wesentliche, dann ist man wirklich erleuchtet. Und seitdem bin ich kontinuierlich in so einer kleinen Männer-Selbsthilfegruppe von Männern, die schwer loslassen können. Wir treffen uns immer Samstag von 8 bis 12 auf der Mülldeponie. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir reden ganz offen miteinander und wenn einer Schwierigkeiten hat, dann helfen wir ihm auch und so. Und das ist eine ganz wertvolle Erfahrung. Wir haben auch ein Mantra in der Gruppe, das heißt, wer loslässt, hat 2 Hände frei. Wer loslässt, hat 2 Hände frei. Das kommt ursprünglich aus dem Free-Climbing-Bereich. Und wenn man sich darauf einlässt, es geht wirklich sehr tief, dieses Mantra. Ich kann es Ihnen nur sagen, fangen Sie an damit aufzuräumen, fangen Sie an loszulassen, auf dem Dachboden, im Keller, auf der Festplatte, beim Adressbuch. Und meine letzte Bitte, wenn Sie rausgefunden haben, wie das geht, sagen Sie es mir. Dankeschön.